Damit der schönste Tag des Lebens auch seinem Namen gerecht wird, gibt es viel vorzubereiten, zu planen und zu tun. Damit die Heiratswilligen in der Flut von Angeboten nicht ersticken, gibt es Hochzeitsmessen, wo sich die Paare bei verschiedenen Ausstellern informieren können. Die größte Hochzeitsmesse des Vogtlandes fand am 13. Januar in Wernesgrün statt. Bereits zum 17. Mal lud die Braut- und Herrenmodenausstatterin Nicole Nitschke ein. Rund 60 Aussteller, von A wie Anzug bis Z wie Zahnkosmetik, präsentierten sich auf dem Brauereigutshof. Dabei wurde darauf geachtet, dass aus jeder Branche mindestens ein Vertreter dabei war. Höhepunkt waren auch in diesem Jahr die Modenschauen. In das Bühnenprogramm mit eingebunden war zum Beispiel das Tanzstudio Jeske mit Filialen in Reichenbach und Falkenstein. Das Paar auf der Bühne schwebte beim Wiener Walzer förmlich über die Bühne. Doch auch wer einen individuellen Hochzeitstanz bevorzugt, ist bei den Profis an der richtigen Adresse. Wir unterstützen die Heiratswilligen eigentlich halt in ihrem Programm, was sie für ihre Hochzeit im Prinzip sich vorgestellt haben, machen individuelle Tänze. Also viele Paare kommen zu uns, die im Prinzip ihre eigenen Lieder mitbringen und wir dann entsprechende Choreografie zusammenstellen. Wir haben Hochzeitstanzkurse, die gehen immer zweimal eine Stunde. Das sind so Crashkurse. Hier wird unterrichtet Wiener Walzer, Langsamer Walzer, Discofuchs. Die meisten Hochzeitspaare wollen das gerne ein bisschen individueller haben, mit einer Choreografie, mit ihrem eigenen Lied. Am besten ist es, wenn Sie sich 4 bis 6 Wochen vorher anmelden. Dann bleibt genügend Zeit, eine eigene Choreografie einzustudieren. Und es verstreicht nicht so viel Zeit, diese wieder zu vergessen. Und was ist mindestens genauso eindrucksvoll wie ein perfekter Hochzeitstanz? Richtig, die Hochzeitstorte. Die gibt es zum Beispiel bei der Bäckerei und Konditorei Kunz aus Hammerbrücke. Auch hier wird auf Individualität gesetzt. Also wir bieten individuell gestaltete Torten. Ist immer für jeden was dabei. Ob das jetzt mit Rollfondant eingedeckt ist oder mit Buttercreme außen verziert. Die Füllungen individuell mit Sahne, Frucht und Creme, wie es gewünscht ist. Also das Besondere würde ich meinen, dass wir das als so herstellen, wie das die Leute gerne hätten. Und auch, dass es nicht so süß ist. Also wir achten dann halt doch drauf, dass man halt, dass er nicht nach einem Stück schon Schluss ist unbedingt. 3 bis 4 Wochen vorher sollten Sie das Gespräch entweder in Hammerbrücke oder in der Filiale in Falkenstein suchen und sich informieren, damit die Leckereien auch pünktlich zu Ihnen nach Hause geliefert werden können. Doch bevor getanzt und gegessen werden kann, was brauchen Sie noch? Genau, einen passenden Ort. Wie wäre es denn mit dem Bayerischen Hof in Grünbach? Mit jährlich 10 bis 15 Hochzeiten und das seit rund 20 Jahren verfügt das Team über viel Erfahrung. Wir sind ein Gastronomiebetrieb und bei uns bekommen Sie ein Rundumpaket von den Bräuchen, die zu einer Hochzeit dazugehören, also das Holzsägen, Brot und Salz und die Suppe in einer gemeinsamen Schüssel serviert. Das gehört einfach im Vogtland dazu. Gibt es natürlich auch vom Kaffeetrinken, Hochzeitstorte, übers Buffet, Menü, alles Mögliche. Wir beraten dazu natürlich unsere Brautpaare und es gibt auch im Internet auf unserer Homepage eine Hochzeitsmappe, die sich die Brautpaare herunterladen können und dort steht alles Wissenswerte auch schon drin, auch mal eine Preisvorstellung, damit die Gäste auch wissen, wo es ungefähr hingehen kann. In dem Saal finden bis zu 120 Hochzeitsgäste Platz und Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auch. Allerdings heißt es schnell sein, denn wer in den Sommermonaten heiraten möchte, sollte sich schon ein Jahr vorher zumindest den Termin reservieren lassen. Ebenfalls schnell sollten Sie sich bei Thomas Multhaub melden. Seit über 20 Jahren macht er Zeremonien wie Geburten, alternative Jugendwein oder Hochzeiten zu einem ganz persönlichen Ereignis. Also ich komme dann ins Spiel, wenn jemand sagt, ich möchte gerne zusätzlich zum Standesamt noch etwas, Kirche will ich nicht und ich möchte meine ganz persönliche Hochzeit.
dann am besten kurze E-Mail oder Telefonanruf, dann in den Kalender schauen, ich muss auch verfügbar sein und dann lerne ich die Paare kennen und dann entwickle ich für diese Paare aufgrund ihrer Geschichte ihre ganz individuelle persönliche Hochzeitszeremonie. So konnte er in den vergangenen Jahren schon 1500 bis 1800 Paare zueinander führen. Ein Thema, was wahrscheinlich vor allem die Frauen interessieren wird, der Brautstrauß. Den gibt's zum Beispiel von Blumen am Roten Markt aus Magneukirchen. Hier gibt es alles Blumige für die Hochzeit. Was brauche ich zur Hochzeit an Blumen? An Blumen, also Brautstrauß ist das Allerwichtigste, den Anstecker für den Herrn, Tischschmuck, Autoschmuck und dann für die Blumenkinder, die Streukörbchen. Ja, ganz individuell auf jeder Braut abgestimmt, aufs Kleid, auf die Farbe. Natürlich kommt es Modefarben, machen wir dann alles passend dazu. Als besonderen Schmuck stellt das Team sogenannte Einfrierungen her. Die Eisblöcke halten ungefähr einen Tag und überstehen so die Feier ohne Probleme. Für solche Raffinessen brauchen die Profis aber Zeit. Deshalb setzen sie sich mit ihnen am besten 4 bis 5 Wochen vorher in Verbindung. Mit unseren Tipps haben Sie schon einmal gut lachen. Und damit Sie noch besser lachen können, dafür sorgen die Zahnärzte aus Steinpleiß. Dort können Sie zum Beispiel eine professionelle Zahnreinigung oder ein Bleaching vornehmen lassen. Wir besitzen eine separate Prophylaxeabteilung mit 2 Prophylaxezimmern, wo zeitgleich Partnerbehandlungen durchgeführt werden können. Also das Brautpaar kann auch zur gleichen Zeit eine professionelle Zahnreinigung und ein Bleaching von uns bekommen. Wir haben uns extra für ein gering dosiertes Bleachingmittel entschieden, was sehr sanft und schonend zu Zähnen und Zahnfleisch ist. Und diese Produkte unterliegen dem Medizinproduktgesetz. Und man ist damit auf der sicheren Seite. Außerdem wird die ganze Behandlung zahnärztlich überwacht. Da zu dem Bleaching auch ein Aufklärungsgespräch, eine vorherige professionelle Zahnreinigung sowie Anwendungen zu Hause gehören, sollten Sie sich möglichst zeitig mit den Zahnprofis in Verbindung setzen. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Fragen vor der Hochzeit zu klären und wahrscheinlich werden dabei immer wieder neue auftauchen. Wir wünschen Ihnen trotzdem viel Spaß und eine glückliche und vor allem lange Ehe.